Grundrente. Die CDU sagt kategorisch Nein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 15. Mai 2020 ist es oder war es soweit, die Grundrente wird im Bundestag gelesen. Also es findet die erste Lesung statt im Bundestag. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, dass alle Abgeordneten der politischen Parteien sich zum Thema Grundrente äußern können oder dürfen. Da gibt es dann so eine Geschäftsordnung und da werden dann die Abgeordneten von ihrem Rederecht Gebrauch machen. Aber eines ist auch klar und das kam in den letzten Tagen auch als Information heraus, eine zweite und dritte Lesung wird es nach dem Willen der CDU zur Grundrente vorerst nicht geben. Die CDU sagt kategorisch, so wie die Grundrente jetzt läuft und wie sie jetzt vorgelegt wird, kann sie nicht kommen, weil es keine gesicherte Finanzierung gibt. Das heißt, wir sprechen von 1,3 Milliarden Euro, die die Grundrente jährlich kosten soll. Woher soll das Geld kommen? Dazu soll angeblich die SPD nichts gesagt haben, also gibt keine Finanzierungsgrundlage. Und zum Zweiten auch ein großes Problem, die technische Umsetzung der Bedarfsprüfung, also der Einkommensprüfung. Dort haben wir ja nun schon in der jüngsten Vergangenheit hören dürfen, dass es dort de facto zu einer ganz, ganz großen Zeitverschiebung kommt. Die Grundrente soll zwar zum 1. Januar 2021 eingeführt werden, aber die Leute, die Betroffenen, sollen wahrscheinlich frühestens als Neurentner zum 1. Juli 2021 die Grundrente dann ausgezahlt bekommen. Wenn überhaupt, wir wissen es ja noch nicht. Bei den Bestandsrentnern sieht die Sache noch katastrophaler aus. Da kann es sein, dass die noch ein Jahr länger warten müssen, ehe die überhaupt mal einen Grundrentenzuschlag sehen werden. Also das sind die Probleme und da sagt die CDU, so geht's nicht. Das muss die SPD auf jeden Fall klären. Die internen Kritiker in der CDU zur Grundrente stehen ja sowieso schon immer auf dem Plan. Und letzten Endes wollen diese Leute auch die Grundrente generell verhindern. Wir reden über 1,3 Milliarden Euro, die die Grundrente kosten soll. Bitte im Vergleich die Corona-Hilfen für unsere große Airline mit 7 Milliarden Euro. Ja, nur als Vergleich 7 Milliarden Euro, 1,3 Milliarden Euro für die Grundrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Wir werden Sie natürlich bei der Grundrente auf den Laufenden halten. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.